Liebe Zuschauer, Focus Money berichtet im Juni, dass der Gründer und Geschäftsführer des Weltwirtschaftsforums in der Corona-Krise eine immense Chance für die Welt sehe. Voraussetzung sei allerdings, dass sich alle Staaten am Wandel beteiligten. Aha. Und weiter, er erkennt in der Krise eine einzigartige Gelegenheit, die Welt, wie wir sie bis zum Ausbruch des Coronavirus kannten, quasi von Grund auf neu zu erfinden. Alle Elemente unserer Gesellschaft und der Wirtschaft müssten allerdings umgestaltet werden. Angefangen bei der Bildung über Sozialverträge bis hin zu Arbeitsbedingungen. Noch einmal. Die Krise als einzigartige Gelegenheit, die Welt von Grund auf neu zu erfinden, weltweit. Gibt es da womöglich im Hintergrund Strippenzieher, denen Demokratie vollkommen gleichgültig ist? Schon im Januar sagte der englische Thronfolger, ich zitiere, wir benötigen einen Paradigmenwechsel und zwar in revolutionärer Geschwindigkeit. Zitat Ende. Er sagte dies nicht etwa abends beim Gin Tonic zu seiner Frau Kamala, nein, er sagte es auf dem Weltwirtschaftsforum. Der Lockdown hat vielen deutschen Betrieben einen Todesstoß versetzt. Fachleute sagen eine Wirtschaftskrise ungeahnten Ausmaßes voraus. Und siehe da, im Juni ging es dann bei einem virtuellen Meeting des Weltwirtschaftsforums ganz zufällig um den großen Neustart des Kapitalismus, wie man in unliebsamen Medien lesen kann. Ohne Krise hat schon vieles nicht funktioniert und man fragt sich, inwiefern eine Krise zu besseren Funktionen beitragen soll. Und dann auch noch weltweit. Und ein internes Papier aus dem Innenministerium empfahl doch tatsächlich, den Deutschen Corona Angst zu machen, wie Focus im April meldete. Ob das was mit dem Impfstoffgipfel am 12. September 2019 zu tun hat, wo zahlreiche hochrangige Teilnehmer aus aller Welt präsent waren? Zum Beispiel Nanette Cossero von Pfizer Biopharmaceuticals, Seth Berkley, Leiter der Gavi-Impfstoffallianz, Joe Carell, Geschäftsführer für globale Politik bei der Bill und Melinda Gates Stiftung und Jason Hirsch, Manager für öffentliche Ordnung bei Facebook. Und nun ein Zitat von Bill Gates. Ihr habt keine Wahl. Für die Welt im Allgemeinen kommt die Normalität nur zurück, wenn wir die ganze Weltbevölkerung geimpft haben. Zitat Ende. Wer ist wir? Und ist Herr Gates unser König? Offenbar, sonst würde er ja wohl kaum solche Äußerungen tätigen. Das, liebe Zuschauer, ist nicht etwa Verschwörungstheorie, sondern die knallharte Wirklichkeit, die greifbar vor Ihnen liegt. Da wird vom Weltwirtschaftsforum wie folgt berichtet. Die beispiellosen Schockwellen der Corona-Krise könnten die Menschen, also uns, empfänglicher für große Visionen des Wandels machen. Es sei dies eine Chance, die wir noch nie zuvor hatten und vielleicht auch nie wieder haben werden. Hier kommt nicht gewollt und nicht bestellt die globale neue Ordnung für uns alle. Selbstverständlich im Gewande der Humanität von international hochgeschriebenen Personen. Und alles, was im Wege steht, wird beiseite geräumt. Corona-kritische Beiträge in sozialen Medien, Profile von Kritikern und Beiträge von ausgewiesenen Fachprofessoren, die allesamt politisch unverdächtig, aber im Wege sind. Was mich erschreckt, ist die Offenheit, mit der diese Anmaßungen daherkommen. Hört sich das nach Demokratie, Freiheit, Menschenrechten, Selbstbestimmung der Völker an? Nein. Hier fällt mir nur Diktatur, Überwachung und Einengung ein. Wollen Sie so etwas? Ich nicht. Wenn Sie das auch so sehen, besuchen Sie mich auf VK oder auf meiner Homepage und teilen Sie mein Video.